Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei eHayo. Heute mal wieder ein Produkttest oder eine Produktvorstellung oder wir schrauben mal wieder was auf, weil das ist unsere Art von Produktvorstellung. Ne? Ich habe hier mein AKG 120 USB, mein treu ergebenes Mikrofon, das ich seit langem für Streams und Videos benutze, auch zum Vertonen und so weiter. Und ich habe hier von einer Firma ein USB-Mikrofon geschickt bekommen. Und zwar haben wir die das per Amazon geschickt. Link und so weiter in der Videobeschreibung. Es handelt sich um das Modell UM900 Professional USB-Kondensator-Mikrofon für Podcasting. Ich finde es an sich ganz nett. Das ist relativ günstig. Also gucken wir mal einfach im Vergleich zu dem, was es kann. Und dann schrauben wir es auf, weil wir wollen ja wissen, was drin ist. Ich finde es praktisch, warum ich es vorwiegend genommen habe. Es hat einen Mikrofonarm dabei. Also dann habe ich schon wieder einen Arm mehr, dann kann ich mal den anderen für was anderes vielleicht verwenden. Es war mal eine Lupenleuchte, die ich zwangsmissbraucht habe. Das Mikrofon selber, USB-B-Anschluss und es hat noch einen Popschutz mit dabei. Und ich glaube, für das Geld, was das Ding kostet, ich weiß jetzt gar nicht auswendig, kann man glaube ich nicht großartig was verkehrt machen. Bedienungsanleitung, es gibt sogar so einen leichten Windschutz fürs Mikrofon selber. Hier eben der Popschutz. Popschutz, wenn man nämlich ein P sagt. Popschutz, da kommt immer so ein bisschen Wind mit und Popschutz, dann federt er das quasi ab, dass das besser klingt im Mikrofon. Der Arm, ja, es ist ein Mikrofonarm. Ich sage jetzt da nichts dazu. Es ist eine Spinne mit dabei, die benötigt man hier mit so einem Feder, dass man das aufmachen kann, dass man das Mikrofon reinpacken kann. Eine Spinne benötigt man, um irgendwelchen Trittschall und so wegzukriegen. Also man hört das ja sonst relativ gut. Wenn ich jetzt irgendwo ein Mikrofon direkt drauf liegen habe und ich klopfe irgendwo auf den Tisch oder so, dann wird gerade bei diesen Großmembranmikrofonen wird diese Schwingung auf die Membran übertragen. Und durch diese sogenannte Spinne ist das Ganze so ein bisschen federnd gelagert, sieht man hier. Ne? Und dann werden diese Geräusche etwas geringer. Ganz praktisch, ein Fuß, um das Ganze festzuschrauben, ein Kabel, ein Klettverschluss-Kabelbinder und zu guter Letzt das Mikrofon selber. Es ist schön, also ich habe jetzt gerade irgendwie volles Bedürfnis, da rein zu singen. Ich tue euch das natürlich nicht an. Wir haben USB-B-Anschluss. Ich stecke es jetzt mal, um ähnliche Bedingungen zu haben, wie ich hier habe, mal in die Spinne rein. Boah, das hält bombig da drin. Krass. Das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. So, ich habe nochmal nachgeschaut. Uhuru heißt die Firma. Das Ding kostet ungefähr 60 Euro. Link in der Videobeschreibung. Ich habe jetzt mal den Aufbau hier so gemacht, dass ich quasi beide Mikrofone ähnlich beieinander stehen habe. Das heißt, wenn ich jetzt hier reinrede, habe ich quasi das jetzt so, dass ich beide Mikrofone ähnlich beschalle. Wenn ich das schon in den ersten Tests richtig gesehen habe, ich habe die Audio-Lautstärke auf 0,95 eingestellt, Mikrofonlautstärke. Das Uhuru ist ein Tick leiser als mein AKG, glaube ich, aber es muss jetzt ja nichts heißen. Man hätte im Zweifel eine Mikrofonverstärkung, die man einschalten könnte, glaube ich zumindest. Was natürlich das Wichtigste beim Mikrofon ist, ist der Rauschhintergrund. Ich lasse jetzt mal absolute Stille hier im Raum. Und was natürlich bei absoluter Stille wichtig ist, dass eben die möglichst gering ist. Ich habe hier ein gewisses Rauschen hier. Ich erwarte von dem Mikrofon, dass eine gewisse Richtcharakteristik zu mir hat, dass ich also entsprechend die Umgebungsgeräusche nicht so sehr wahrnehme. Ich bin mal neugierig, welches besser sein wird. Wir haben genug getestet, das muss reichen. Uns interessiert ja sowieso vielmehr, wie funktioniert denn so ein Mikrofon eigentlich? Grundsätzlich hat man ja ganz oft die Anordnung, dass man irgendwie so ein Mikrofon mit einer XLR-Buchse hat, sind diese komischen dreipoligen oder mit einer Klinkenbuchse oder sowas und geht dann zu einem Mischpult. Das ist so eine klassische Podcaster-Aufstellung, man hat irgendwie ein Mischpult, hat dann da verschiedene Kanäle, die man hoch und runter regeln kann und in diesem Mischpult wird dann dieser Master-Kanal, man hat dann einen Master-Out, der wird dann in der Regel mit einem relativ guten Wandler, im Prinzip eine Soundkarte, was anderes ist es nicht, also ein Soundkarten-IC wird das dann gewandelt auf USB, dass man quasi das am PC hat. In dem Fall
können wir das Ganze uns sparen mit Mischpult und so weiter, da dieser Wandler hier mit drin ist und wir hier direkt schon mal USB drin haben. Und was die jetzt da verbaut haben, schauen wir uns einfach mal an, denn es gibt ja gar nicht so viele Hersteller von Soundkarten. Von dem her denke ich mal, wird das überschaubar sein, das Ganze. Also auf der Platine selber ist relativ wenig drauf, wie man hier sehen kann. Befindet sich quasi hier der eine Chip für die Wandlung. Logotechnisch eigentlich ein Realtek-Chip. Also ist auf jeden Fall ein Realtek-Logo drauf. Der Chip heißt ALC4042. Ich habe jetzt da nicht wirklich was dazu gefunden. Er wird auch im Gerätemanager als Realtek-Audio-USB-Device erkannt. Also zumindest, was auch immer es ist, es wird als Realtek von dem PC erkannt. Sie hat eine Handvoll Kondensatoren drauf, die Platine, und sie hat hier unten noch einen Anschluss. HL, HR und Ground. Ich würde mal schätzen, da könnte man vielleicht ein Headset anschließen. Es wäre theoretisch sogar verbunden, die Kondensatoren sind dran. Wird also mal auf den Versuch drauf ankommen, was da passiert, wenn man da mal einen Kopfhörer anlötet. So, wir schrauben hier noch auf. Denn was natürlich das Wichtigste ist an dem Mikrofon, weiß jeder, die Membran selber natürlich. Und so sieht das Ganze aus. Das Ding da innen drin nochmal mit Schaumgummi ausgefüllt, um noch ein bisschen zu dämpfen, damit es da keinen Hall und so geben kann von dem Gehäuse. Und die Membran selber, es gibt ja so ganz kleine Mikrofonkapseln, wie man es oft von Experimenten und so kennt. Das in dem Fall würde ich mal als mittelgroße Membran bezeichnen. Großraummembranen, große Membranen, die es gibt. Ich weiß gar nicht, wie groß die hier drin ist. Die sind dann ein paar Zentimeter groß. Ich habe jetzt zum Glück kein wundervolles Lineal. Wir haben hier einen Durchmesser von ca. 16 mm von der Membran. Also ist schon ganz anständig. Verkabelt alles ganz schön gemacht. Kann man nichts sagen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie gut das Ding ist. Das könnt ihr beurteilen, indem ihr das Video vorher schon geschaut habt. Vielen Dank nochmal an die Firma Uhuru, dass ihr mir das Mikrofon geschickt habt. Wenn das was taugt, dann werde ich es, glaube ich, hier irgendwo einbauen. Da muss ich nicht immer den Mikrofonarm hin und her schwenken. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen, Leute. Videovorschläge gern gesehen. Ansonsten abonnieren, Glocke drücken. Macht ihr ja eh. Ich brauche es nicht sagen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.